In Zeiten von Corona und Quarantäne kann es einem schon mal langweilig werden. Aber es ist auch eine optimale Zeit, um an sich selbst zu arbeiten. Und in dem heutigen Video gibt es von mir 8 Möglichkeiten, um Langeweile zu vermeiden. Wenn du nur zu Hause rumhängst und nichts zu tun hast, dann kann dich das manchmal sogar negativ beeinflussen. Dann hat man möglicherweise sogar den Gedanken, hey, mir ist so langweilig, ich habe gar nichts zu tun, ich bin voll der Loser. Um das zu vermeiden, empfehle ich dir einfach mal, eine Challenge zu machen. Gerade in Zeiten von Corona war diese Liegestütz-Challenge, also diese Push-Up-Challenge, ganz beliebt auf Instagram. Leute haben gegeneinander eine Challenge gemacht und haben halt Liegestütz gemacht und haben geschaut, wer macht mehr. Du musst natürlich keine Liegestütz-Challenge mit irgendjemandem machen. Du kannst natürlich auch Sit-Ups machen oder einfach mal laufen gehen. Einfach eine Workout-Challenge. Aber es geht um die Competition an sich. Du musst es nicht gegen jemanden machen oder mit jemandem machen, sondern versuch einfach mal, eine Challenge gegen dich selbst zu machen. Heißt, du fängst montags an mit 100 Liegestütz. Ja? Wenn du montags 100 Liegestütz gemacht hast, machst du Dienstag eine oder zwei Liegestütz mehr. Also versuch einfach, dich selber einem Wettbewerb auszusetzen und einen Wettbewerb, also eine Challenge, eine Competition gegen dich selbst zu machen. Zweite Möglichkeit, miste einfach mal deinen Kleiderschrank aus. Versuch einfach mal richtig schön Ordnung in deinen Kleiderschrank reinzubringen. Einfach mal alles rausschmeißen, alles neu sortieren, damit du mal einen schönen Überblick hast, was du eigentlich für Klamotten hast. Dann kannst du am Ende des Tages auch viel besser deine Looks und deine Outfits zusammenstellen. Und während du deinen Kleiderschrank ausmistest, dann kannst du auch gleichzeitig nochmal ein Hörbuch hören. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hast deinen Kleiderschrank ausgemistet und dich auch gleichzeitig noch weitergebildet. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar beim Thema Weiterbildung. Du kannst dich natürlich einfach ein wenig weiterbilden mit einem Hörbuch oder auch mit einem Podcast. Legst du dich einfach ganz entspannt auf die Couch und hörst dir einfach was an. Du kannst aber auch dich ganz anders weiterbilden. Du kannst zum Beispiel einfach mal deinen Laptop aufschlagen und einfach mal das machen, was du schon immer mal machen wolltest. Beispiel, du wolltest schon immer mal einen Handstand üben oder einen Handstand können. Dann geh einfach auf Google und gib einfach mal Handstand-Tutorial ein und schau, was es da gibt und versuch einfach mal einen Handstand zu lernen oder einen Rückwärtssalto oder was auch immer. Wenn es irgendwas gibt, was du schon immer mal machen wolltest, immer mal lernen wolltest, geh auf Google, gib es ein, heutzutage alles möglich. Die vierte Möglichkeit ist eine sehr schöne Möglichkeit, die mir unfassbar viel Spaß macht und die ich auch jedes Jahr aufs Neue mache, und zwar ein Vision Board erstellen. Einfach ein Board erstellen, also ein Board mit deiner Vision erstellen, was du in Zukunft haben möchtest, mit deinen Zielen, mit dem, was du dir vorstellst. Das macht unfassbar viel Spaß. Viele Leute machen das so, dass sie zum Beispiel verschiedene Ausschnitte von verschiedenen Magazinen nehmen und das dann einfach zusammenpinnen zu einem Board, zu einem Vision Board. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel einfach in Photoshop eine kleine Vorlage erstellen und dann einfach dein Vision Board ein wenig zusammenschieben. Im Prinzip deine Vision, deine Ziele dort manifestieren und bestenfalls auch noch als Desktop-Hintergrund oder vielleicht auch als Handy-Hintergrund machen, weil dann hast du deine Ziele immer vor Augen. Und wenn du deine Ziele immer vor Augen hast, ist es viel einfacher auch, deine Ziele zu erreichen. Fünfte Möglichkeit, erstell dir ein Dating-Profil. Ja, du hast richtig gehört, ein Dating-Profil. Vielleicht fehlt dir die richtige Frau an deiner Seite und vielleicht ist sie deshalb langweilig. So einfach wie heutzutage war es wohl noch nie, online Leute kennenzulernen. Also mach einfach ein schönes Tinder-Profil oder was auch immer und versuch einfach mal, die Frau an deiner Seite darüber zu finden. Möglichkeit Nummer 6, Soft Skills verbessern. Viele Menschen haben ein ganz großes Problem damit, fremde Menschen anzusprechen. Ich habe das Problem glücklicherweise nicht, aber wenn du Langeweile hast, dann könntest du ja vielleicht diesen Skill verbessern, falls du auch ein Problem damit hast, fremde Menschen anzusprechen. Also respektive Männer haben natürlich meistens immer große Probleme, attraktive Frauen anzusprechen. Wenn das aber dir der Fall sein sollte, dann geh einfach raus, zum Beispiel in eine Shopping Mall oder einfach auf die Straße und sprich einfach fremde Menschen an und versuch einfach mal so ein bisschen Smalltalk zu halten. Wenn du dich am Anfang ein bisschen schwer tust, attraktive Frauen anzusprechen, dann starte einfach mit randommäßigen People. Ja? Mit randommäßigen People. Einfach mit irgendwelchen Leuten. Ja? Sprech einfach irgendwelche Leute an und versuch mal einfach einen Smalltalk anzufangen, um einfach deine Soft Skills zu verbessern, Leute anzusprechen. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das machst, du wirst richtig viel Spaß haben und auch bestimmt richtig viele nette Menschen kennenlernen. Und wenn dir dann deine Traumfrau über den Weg läuft, dann bist du richtig gut vorbereitet. Möglichkeit Nummer 7, versuch einfach Wege zu finden, um nebenbei einfach ein wenig mehr Cash zu verdienen. Ja, heutzutage kannst du wirklich mit so vielen Dingen Geld verdienen. Wenn du dich zum Beispiel weitergebildet hast, ja, und vielleicht einen neuen Skill erlernt hast, dann als Beispiel, du kannst ja zum Beispiel Websites bauen. Ja, du hast dir vielleicht ein Video-Tutorial angeschaut zum Thema Websites erstellen und kannst jetzt Websites erstellen und dann verkaufst du einfach Websites. Ja, oder du hast deinen Kleiderschrank ausgemistet, ja, dann hast du Klamotten, die du zum Beispiel wieder verkaufen kannst. Oder vielleicht hast du noch Gerümpel in deiner Wohnung stehen und das möchtest du dann auf dem Flohmarkt verkaufen. Oder
du willst eine Dropshipping-Seite bauen oder du hast dich weitergebildet im Thema T-Shirts-Designs, ja, dann kannst du vielleicht irgendwelche T-Shirts designen und die dann anschließend verkaufen. Es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen. Also falls du Langeweile hast, schalt deine grauen Gehirnzellen ein, damit du ein bisschen mehr Cash auf dem Konto hast. Zeit ist das kostbarste Gut, was wir Menschen haben. Und bevor du deine Zeit totschlägst, auf dem Bett rumhängst und mit deinem Handy rumspielst, empfehle ich dir einfach, ehrenamtliche Arbeit zu suchen. Es gibt wirklich unfassbar viele Einrichtungen, die auch deine persönliche Unterstützung benötigen könnten. Egal, ob es als Fußballtrainer in einem Sportverein ist oder ob es irgendwie in einem Tierheim ist, wo du Tieren ein wenig Liebe schenkst. Ja, bevor du wirklich zu Hause rumhängst, such deine ehrenamtliche Arbeit und ich schwöre dir, ja, das bekommst du zehnfach wieder zurück. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration geben und empfehle euch, eure Zeit nicht totzuschlagen, sondern nutzt eure Zeit wirklich so effektiv wie nur möglich. Denn Zeit ist tatsächlich das kostbarste Gut, was uns Menschen zur Verfügung steht.